Hallo und herzlich willkommen hier, zweite Folge hier, PvK Candy Crossing. Ja, ich wünsche mal allen einen schönen Sonntag zur ersten Folge. Zweite habe ich auch noch geplant. Die Uhrzeit, ja, ich denke mal so 15, 16 Uhr in den Dreh. Es muss ja nicht gleich geschaut werden, ne? Ist ja immer so, dass man kann das ja noch nach 5 Jahren schauen, theoretisch. Nee, also aber es ist ein Versuch, ob das was bringt. Wenn das nichts bringt, ja gut, dann kann ich es immer wieder auf den alten Rhythmus zurückstellen. Und wenn es was bringt, dann habe ich zumindest was probiert, ne? Sowas wird ja praktisch. Man erhöht ja dadurch die Reichweite ein bisschen, ne? Hat YouTube was zum Vorschlagen? Ja, Schwatter holen. Und dann legen wir die Fläche auf Schwatt. Auch diese Grasflächen, die praktisch müssen geladen werden. Ist ja noch nicht fertig mit den Ernten. Nö. Das ist so. Ja, das passt doch. Ich dachte ja schon fertig. Wegen Ballenpressen. Ich fahre ganz schön langen Weg, ne? Ich muss irgendwo herkommen. Jetzt fahren sie in der Kurve. Ja, vielleicht zur nächsten Wiese und die Kaltdinger müssen geholt werden. Sobald das funktioniert, ne? Es leckt ganz schön. Aber es ruckelt nicht. In der Beziehung ist es noch ganz manierlich. Aber halt nicht so optimal, wie es sein könnte, ne? Den lasse ich mal so. Der soll eigentlich für Pflegereifung gespritzen und so gedacht sein. Oder im eigenen Felder mal düngen. Das ist ja so auffällig von der Farbe her. Nee, das ist mir hat's halt gefallen. Farbe. Metallic Grün. Ist doch was, ne? Aber es darf halt nichts kosten normalerweise. Muss ja irgendwo Nutzen sein, ne? Wirtschaftlich kann man sein, ne? So. Hauptsache der Schwatt wird nicht so groß. Dann müssen wir halt umspringen auf 6 Meter. Oder 8. Oh, zum Knie weh. Bisschen was nach mir hin. Ich sehe gerade so extrem viel Grünfläche noch stehen. In der Kurven ist auch nicht so. Ich gucke halt, ne? Ob da stehen wir nicht im Weg, ja. Ich gucke mal halt im Mittelrecht, wo alles gemäht ist. Oder ich mache erst. Egal. So. So halt hier die Ecke mit.
Oder lass es erstmal berechnen, dass wir nicht hier so sehr das Ganze verschenken. Sonst geht er so breit raus. Oh, das Knie weh. Aha. Ja, das wäre 2,1 wäre ganz schön Quatsch, ne? Ja, da hätten wir es auch sparen können. Ah, was war es gewesen? 4 Meter? Das stimmt nicht. Gehen wir auch jetzt hier rein. Gruppe. Seetechnik, Ballentechnik. Gemietete Fahrzeuge, okay. Ich habe davon schon ein. Ein Monat. So, den habe ich. 14 Meter. Das verkaufen wir einen gleich. Das ist jetzt Quatsch. Das ist jetzt 0 Monate und der. Am Hof. Ja, so ist er immer. Die vierten Tage habe ich das nicht gespielt. Und gut, können wir ja gleich verkaufen. Ja. Und das ist verkehrt. Wie ist denn Meter? Genau. Ein Fahrzeug verwendet 2. Das sind 28. Erst Nebung. Einzig Blöde ist, ich muss immer mähen lassen. Oder mähen selber. Für uns. Ach, der ist schön grauisch, also der macht nicht laut. Böse Geräusche. Naja. Keine Ahnung, ey, ob es echt auch so ist, ne? Ihr seht die Teile, wisst ihr, ne? Ihr seht ihr nicht. Bei der Arbeit. Meist noch Transport fertig gemacht, verpackt auf dem Hof. Muss hier in der Regel auch ein LKW draufpassen, ne? Weite und Höhe. Jetzt muss ich zuerst hier mähen, sonst wird da nicht gemäht. Waren hier Reh oder sowas? Das gibt's ja auch schon. Mit Sensor vorne, die dann praktisch aushebeln. Jetzt habe ich die volle Breite nicht genommen, ne? Also egal. Ja, genau, damit eingepackt. Jetzt, wenn ich dann denke. Hier ist nicht mehr so viel.
wäre ja schade, wenn es alles verschenken würden, ne? Ein paar Meter sind es doch immer, ne? Wenn ich alle vier herfahren hätte müssen zum Vollmachen, dann Brotmaser. Ja gut, hätten wir auch mit dem Dünger hinfahren können, ne? Dann können wir dann gleich auf Feld dick schicken, 44 oder so. Da kommen sie. 1, 2, 3. Den Kurs können wir löschen. Was ist der nächste? Obwohl sie alle vier leer sind. Aber ist nach wie vor nicht da. Na gut. Mit Leben jetzt, ne? Der schnellste vorweg, das ist gut. Wo die anderen auch trotzdem nicht weit weg sind. Ein großer Berg hier. Das kann zu viel werden. Mal schauen. Glaube. Also mit Mais Plus wäre hier schon ein bisschen aufwendiger zu sagen. Ne? Deswegen ist das in dem Falle keine gute Idee gewesen. So, nächste Wiese. 44. Aber in der Mitte ist noch nicht so weit, ne? Das ist man teilweise. Da ist nix. Hier ist viel Arbeit schlecht. Muss gewalzt werden. Dann bleibt er nur stehen. Gut ist, sie können sie gleich voll tanken und reparieren. Ne? Da hätten eine Reparatur und dann sind sie heile. Den schicken wir wieder zum Händler. Einkauf. Gleich Nachschub holen. Das sind große Berge.
Da sehe ich ein bisschen schwarz. Ich brauche. Genau. Da wäre noch ein freier Taktor. Ob er repariert, mal schauen. Ja, er repariert. Ja, auch einen Taktor frei. Mal gucken. Zement müsste fast ausreichend sein. Da möchte ich den Rest holen und dann verkaufen. Wetter und Kanthölzer, das mal gucken. Da muss ich mir abzählen. Muss ich nur die Menge mitnehmen, was ich brauche. Damit keine Bretter übrig bleiben. So eine halbe Paletten zum Beispiel. Ja, da reichen fast. Die 5000, 3, 5 Paletten. Ich kann hier gleich weiterfahren zur nächsten Brücke. wäre Mitte. Wird ja noch Weile. Weil die jetzt voll mitzunehmen wäre auch Blödsinn. Ob du einmal die ganzen Paletten ab, dann geht's auch. Dann hast du nicht so viel Platz weggenommen im Lager. Verschiedene Sorten sind immer so ein Problem. Allgemein. Deswegen findest du auch in vielen Spielen immer das gleiche Bild. Zement haben wir fast. Voll. Voll. Aber mehr Brückenbau will ich gar nicht. Lass mal stehen, ne? Erstmal. Weiß nicht genau. Wir holen mal Kalk. Dann muss man ganz kurz die Dinger leer machen hier.
die Mühle. Also 2 Mühlen schon bald zu viel. Schon leer. Passt auch. Komm, spuck aus. Mehr kommt hier noch nicht. Gut, Laus sind ganz schön, ne? Und dann gewöhnen, dass so 80 Tiere dran sind. Na gut, 80 Tiere. Ja, die Zeit so sehe, wird es ganz schön lange dauern. Das soll schon vorher gewesen sein. Ja, schönen Dank, dass Sie reinschauen. Ciao und bis nächstes Mal. Tschüss.